Herzlich willkommen zur IT-Online-Magazin-Podiumsdiskussion und der Frage, welche Relevanz hat die SAP Industry Cloud für die SAP-Community? Branchenlösungen waren ja bekanntermaßen ein sehr wichtiger Baustein für die SAP-Erfolgsgeschichte in den letzten 40 Jahren. Seit einem Jahr ungefähr will SAP dieses Erfolgsmodell mit einer Industry Cloud in das Cloud-Zeitalter transferieren. Gemeinsam mit Partnern sollen Branchen, Cloud-Lösungen, also Best Practices für die jeweilige Branche des Kunden angeboten werden. Im Kern ist das also ein modulares Cloud-Native ERP mit einer soliden Basis natürlich unten drunter und mit industriespezifischen Ergänzungen. Doch die SAP ist nicht alleine auf dieser Welt und da müssen wir mal gucken, wie die Relevanz für die SAP-Community ist. Ich bin Gott sei Dank auch nicht alleine auf dieser Welt. Und insbesondere in diesem Studio und habe schon meine 6 Gäste, die ganz interessiert auch auf die Diskussion warten und auf Sie warten. Ich fange mal einfach von oben an, von Thomas Hensler, den begrüße ich ganz herzlich. Er ist ja CIO bei Pillar und auch bei der DSAG unterwegs. Thomas, toll, dass du dabei bist. Gib uns doch mal bitte einen kurzen Input, was du so machst und mich würde natürlich insbesondere interessieren, was ist denn die SAP Industry Cloud für dich? Alles klar, Helge, vielen Dank. Ja, Name Thomas Hensler, ich verantworte bei der Firma Pillar. Pillar ist ein Sondermaschinenbauer, den IT-Bereich, also sprich klassische IT und natürlich SAP-Landschaft. Die Industry Cloud ist aktuell für mich noch eine weitere Preisliste der SAP. Zukünftig hoffentlich mein Dreh- und Angelpunkt für all meine Partner- und Branchenlösungen, die ich heute aus dem On-Premise-Kontext im Einsatz habe. Klasse, Thomas. Vielen Dank für dein kurzes Statement. Und ich würde Sie jetzt mal bitten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch diesen Satz zu ergänzen. Sie können das gerne tun, ja, über Ihre Plattform. Ich duze euch jetzt einfach auch mal im Zuschauerkreis. Bitte ergänzt doch mal diesen Satz. Die SAP Industry Cloud ist für mich ... Einfach über YouTube, über Twitter, über LinkedIn einen kleinen Kommentar abgeben. Dann wissen wir Bescheid, was ihr über die Industry Cloud denkt. So, dann machen wir weiter in unserer Liste von oben nach unten. Da ist er schon, Mike Brandt von QSC. Mike, stellst du dich auch ganz kurz vor und gibst uns ein Eingangsstatement. Ja, moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Mike Brandt. Ich bin bei der Qbeyond verantwortlich für die SAP-Strategie und die Ausgestaltung des Portfolios. Für mich ist die Industrie Cloud eine logische Ergänzung rund um den S4-Kern, wenn es darum geht, industriespezifische Funktionalitäten und Lösungen zu ergänzen. Und ich erhoffe mir auch, dass durch diesen neuen und innovativen Ansatz der SAP einfach insgesamt mehr Geschwindigkeit in den Prozess rund um Auslieferung von neuen Funktionalitäten passiert. Dankeschön. Klasse. Danke, Mike. So, dann tausche ich mal hier die Position von dir mit Michael Fuchs. Er war schon in allen möglichen Rollen und das macht ihn so interessant. Er war auf der SAP-Seite, auf der Partnerseite, auf der Kundenseite unterwegs. Michael, stellst du dich auch ganz kurz vor und ich bin gespannt auf dein Statement. Ja, Michael Fuchs, genau, mittlerweile seit fast 30 Jahren im SAP-Umfeld unterwegs, wie Helge Sanden gerade gesagt hat, sowohl beim Anwender viele Jahre, als auch dann bei SAP-Partner, SAP-Competitor, als auch bei der SAP selber. Und das ist es, was wir im Prinzip machen, was mich auch umtreibt, diese 360 Grad rund um SAP. Heißt, dass wir unsere Kunden neutral beraten, keine eigene Delivery machen, sondern genau diese ganzen strategischen Themen. Ich sage immer, wir gehen dahin, wo es weh tut. Und meine es jetzt auch gar nicht überheblich. Wir gucken der SAP und den Accentures dieser Welt auf die Finger, weil wir das alles selber mal waren und beraten unsere Kunden in diesem Sinne neutral. Ja, jetzt die Frage ist natürlich super spannend, weil ich brenne für Branchenlösungen, weil ich zum einen auf End-to-End-Prozessen stehe
und auf der anderen Seite aber trotzdem die Wertschöpfung in den Unternehmen ganz hoch ansiedeln. Und deshalb ist es für mich ein ganz klares Muss, dass eine SAP sich hier richtig gut positioniert, vielleicht sogar besser als früher mit den Industry Solutions, um einfach in diesem Wettbewerb um die Prozessplattform vorne zu bleiben. Michael, herzlichen Dank. Und dann tauschst du jetzt mal die Position mit Holger Wüsthof von Lohmann, der noch stumm geschaltet ist. Jetzt nicht mehr. CEO bei Lohmann. Genau, du bist schon bekannt hier auch in unseren Livestreams, immer wieder auch Gast. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, ich betreue die IT im Hause Lohmann. Wir sind Greenfield-Kunde, das heißt jetzt seit ungefähr 3 Jahren dabei, im Unternehmen, sondern weltweit, das SAP-System einzuführen, S/4HANA. Gerade jetzt nach einer Woche auch auf 2020, will nicht sagen, wir können mitreden, aber wir haben zumindest den neuesten Release-Stand. Und ich denke, im Mittelstand, wir sind mal Profis im Bereich der Klebetechnik, kommt selten vor, dass man eine Branche ist. Das heißt, ich assembliere eigentlich schon relativ lange verschiedene Sachen aus verschiedenen Branchen in ein und dasselbe System hinein. Und wenn man uns jetzt mal betrachtet, dann wären wir wahrscheinlich am ersten Mal Billing, wenn es um Rollen geht. Wir sind aber auch Chemie, wir sind Prozessindustrie. Und von daher gesehen bin ich gespannt. Die Cloud hat für mich jetzt zumindest mal den Charme zu sagen, ich bekomme in kleineren Stücken die Setzsteine, die ich jetzt brauche, um meine Spezialfunktion herzustellen, aber auch nicht als großes Bündel, sondern zielgenau für das, was es ausmacht. Und da spielt aus meiner Sicht prozessual auch gerade die ganz, ganz große Rolle fürs Unternehmen. Wenn wir nicht anders wären, wären wir auch nicht erfolgreich. Und wenn ich jetzt noch ein Partikel von der SAP geliefert bekomme, was das unterstützt, umso besser. Klasse. Also Holger, vielen Dank für dein Statement. Dann Otto Schell, auch auf der Kundenseite natürlich bekannt, aber auch von der DSAG-Seite her bekannt. Otto, stell dich doch bitte nochmal ganz kurz vor. Und was bedeutet die Industrie Cloud für dich? Otto? Also im Normalleben bin ich Business Architect, im Automobilunternehmen habe Verbindung rein. Geh mal weiter, ich gehe neue Verbindung rein. Ich habe Otto so verstanden, als dass er nochmal eine neue Verbindung suchen will. Deswegen Kai, jetzt etwas überraschend für dich. Kai Schink von der SAP, herzlich willkommen auch an dich und auch an dich natürlich die Frage, was machst du? Und was ist die Industrie Cloud für dich? Ja, vielen Dank für die Einladung. Hey, mein Name ist Kai Fink und ich verantworte das Industrie Cloud Programm bei der SAP. Das heißt, ich bin für die gesamte Umsetzung unserer Industrie Cloud Strategie global verantwortlich. Und wenn ich gefragt werde, was Industrie Cloud für mich persönlich bedeutet das erstmal, das war der Grund, warum ich als Anwendungsentwickler seinerzeit bei der SAP überhaupt angefangen habe. Denn ich wollte in der Industrie arbeiten. Ich habe es 12 Jahre lang in Anwendungsentwicklung in verschiedenen Industrien gemacht. Und habe jetzt die Möglichkeit, nach mehreren Stationen innerhalb der SAP einmal über das gesamte Programm zu schauen. Und die Industrie Cloud als solche ist für uns eine Innovations- und Transformationsplattform, weil wir eben einfach feststellen, dass Unternehmen nicht nur ihre bestehenden Prozesse optimieren, das macht S/4HANA mit all seinen Industry Solutions, die inzwischen dort inkludiert sind, denke ich, hervorragend, auch unter Nutzung von neuen Technologien. Aber es geht vor allen Dingen auch um die Next Practices. Das heißt, wir haben eben schon gehört, verschwimmende Industriegrenzen, wie können wir sicherstellen, dass wirklich ein Unternehmen oder ein Haushalt, der nicht nur Energie konsumiert, sondern auch Energie produziert oder auch die gesamten Trends um die E-Mobilität hinweg im Bereich Retail, wie können wir sicherstellen, dass diese neuen Prozesse eigentlich durch kleine modulare Lösungen bestmöglich unterstützt werden, dass diese agil zusammen mit unseren Kunden und Partnern entwickelt werden, dass sie letztendlich wirkliche Next Practices und zukünftige Standards darstellen und das Ganze letztendlich nahtlos in die bestehenden Systemlandschaften hinein integriert wird. Das ist letztendlich das, wofür aus meiner Sicht die Industry Cloud steht und was für mich jeden Tag ein tolles Unternehmen ist, in dem wir zusammenarbeiten. Klasse, Kai. Herzlichen Dank nochmal an dich und jetzt neuer Versuch mit Otto Schell. Ja, ich bin wieder zurück. Der Vorteil vom Homeoffice sind die verschiedenen Devices, ne? Und super. Ich habe jetzt mal eins mit auch einer Mobilleitung. Also, ich bin im Automotive-Kontext unterwegs, bin da seit 2 Dekaden ein globaler Business-Architekt und nutze natürlich im Automotive bestimmte Themen aus der bekannten Industrie-Solution. DSAG-Kontext kennt mich jeder, bin aber auch ähnlich wie Michael noch unterwegs in Richtung, wie schaffen wir es in Deutschland, Themen wie Digitalisierung mal etwas anders anzugehen. Auf die Frage Industry Clouds, Industry Solutions, das Thema ist ja nicht neu. Ne? Die Frage ist halt,
wie verteilen wir in Zukunft die Paketierung, die auch mein Vorredner gesagt hat. Und dieser Verteilungsmechanismus, diese Geschwindigkeit, wo wir vielleicht Adoptionen brauchen, weil wir nicht mehr ein R2, R3, ECC, S4-System nur bei uns im Haus führen und dafür nur bei uns im Haus bestimmte Applikationen nutzen, das wird sich verändern. Das heißt, wir werden viel, viel adaptiver sein müssen, viel, viel agiler, weil die Anforderungen, wenn es jetzt in Richtung Sustainability geht, wenn es in Richtung Digital Twin geht, wenn es in Richtung verteilte Netzwerke geht, viel, viel größer werden. Und da müssen wir halt andere Wege finden, Lösungen zu verteilen. Klasse, Otto. Vielen Dank. Super, dass du jetzt hier auch mit toller Bandbreite rübergekommen bist. Wir konnten dich sowohl sehen als auch hören. Das ist ja extrem wichtig. Gut, so. Wenn man mich dann auch versteht, ist alles gut. Ja, genau. So, ich habe ein paar Thesen vorbereitet, weil das ja immer auch eine gute Möglichkeit ist, mal verschiedene Standpunkte, verschiedene Meinungen rauszuarbeiten. Und die würde ich jetzt gerne in unsere Podiumsdiskussion reinwerfen. Ich verspreche auch mit der ersten These, da gehen wir mal ganz zahm vor und sind noch nicht so provokant, wie das vielleicht nachher dann noch wird. Aber die erste These, die ich hier mal in den Raum werfen würde, in den virtuellen, wäre: Kunden erwarten von Branchenlösungen kuratierte Best-of-Breed-Lösungen und vorgefertigte Integrationen. Also ich habe da aus den Eingangsstatement insbesondere vom Thomas Hensler, die noch im Ohr, das ist für mich im Moment eine neue Preisliste. Das würde ich nicht unter kuratierte Best-of-Breed-Lösung verstehen. Ne? Das ist ein bisschen was anders. Kuratiert heißt dann ja auch, dass die eben auch einen gewissen Qualitätsstandard haben, dass die vielleicht auch einzigartig sind, ne? Nicht, dass es fünf verschiedene Lösungen für die gleiche Herausforderung gibt und Ähnliches. Da wäre jetzt mal die Diskussion eröffnet, wer möchte vielleicht von Kundenseite aus mal zunächst was zu der These sagen. Gut, ja, Helge, dann Otto, mach du. Na, go ahead, IT first, weil Business traut man ja nicht. Ist gut. Ja gut, also Otto hat es ja schon gesagt gehabt, die Branchenlösung ist ja relativ unstrittig. Ja, die sind ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Alleine auch wir bei uns setzen diverse Branchenlösungen ein von unterschiedlichsten Partnern, ja, aber auch SAP-eigene Lösungen. Und was meinte ich auch mit dem Punkt, eine weitere Preisliste, ja, also das, was du eben sagtest, die Einzigartigkeit der Quality-Check, ja, das will ich damit gar nicht in Abrede stellen an der Stelle, ja. Entscheidend ist der zweite Teil deines Satzes, nämlich auch das ganze Thema der Integration mit dabei, ja. Plug and Play, sage ich dann nur an dieser ganzen, an dieser Stelle, ja, und die Integration begleitet uns ja jetzt schon einige Jahre, das Thema. Und momentan, ja, die Industrie-Cloud ist ein fester Bestandteil in der SAP-Strategie, ja, fest verankert, als eine der, sage ich mal, Plattformen, sein System zu erweitern, neben der Business-Technology-Plattform. Aber so richtig, sage ich mal, erleben tue ich das als Kunde noch nicht unbedingt, ja. Das gibt's, ich kenne die Strategien, ich kenne die Vision dorthinter, und das, was ich reell momentan kenne, ist halt eine Preisliste mit, sage ich mal, genau diesen Best-of-Lösungen auf der Industry Cloud, die ich mir dort auswählen kann, um sie an mein System anzubinden, aber mit genau den gleichen spezifischen Herausforderungen, wie ich sie bei jeder anderen Drittapplikation halt auch hätte, ja. Und auch genau das Gleiche, sage ich mal, aus lizenztechnischer, sage ich mal, vertragstechnischer Sicht, ja. Und ich denke, da ist es natürlich ganz wichtig, dass das Ganze harmonisch ineinander läuft. Und ja, deswegen sage ich, für mich halt momentan ist es halt noch eine weitere Preisliste, die natürlich, sage ich mal, einzigartige Lösungen enthält, ja, von der SAP geprüfte Lösungen, aber das Ganze noch nicht, sage ich mal, so unbedingt operativ für mich erlebbar ist, dass es auch wirklich, sage ich mal, den Gedanken der Industry Cloud auf die Straße bringt. Danke. Ja, vielleicht gehe ich da mal rein. Also, ich hatte eben gesagt, dass wenn wir über Zukunft, ja, Industrielösungen, Industrie-Cloud reden, wird es ja nicht mehr unisono jetzt zum Beispiel eine Automotive-Lösung geht, sondern da geht es in Supply Chain rein. Ne? Wenn wir
über Sustainability-Lösungen reingehen, geht es in Finanzbereiche rein und. Das heißt, die Welt wird da schon ein bisschen bunter. Was wir aber erwarten, ist ganz klar, wenn es aus einem Hause kommt, zum Beispiel aus einem Haus SAP, dann erwarte ich da keinen Mehraufwand für mich intern, das Ding Plug and Play zu spielen, wie Thomas sagte. Weil wenn ich mich bewusst für einen anderen Anbieter entscheide und eine API-Schnittstelle nutze, da weiß ich, da habe ich ein bisschen mehr Arbeit, da weiß ich, was ich mich drum kümmern muss. Also von daher ist die Forderung ja schon relativ weit gesetzt, ne? Also wir werden ja sehen, inwiefern wir Standardlösungen dann noch weiterhin bekommen oder sind es kleinere Happen. Aber wenn da diese blaue Marke SAP vorsteht, erwarte ich schon weniger Aufwand, als wenn ich mir ein Dritttool dazu hole. Vielleicht gehe ich einfach mal rein, jetzt quasi als der Hersteller, nachdem ihr, Thomas und Otto, ihr skizziert habt, was die Anforderungen sind. Und letztendlich vor einem Jahr haben wir das in die Industry Cloud Strategie als solche zunächst einmal bekannt gegeben. Und wir haben seitdem verschiedene wirklich grundlegende Dinge gemacht. Einmal haben wir natürlich angefangen zu entwickeln. Das heißt, wir werden bis Ende des Jahres 25 eigene gebaute Industry Cloud Lösungen an den Markt bringen. Hauptsächlich in Industrien wie dem Handel, Consumer Products, Automobil und Maschinen- und Anlagenbau, aber auch einiges im Bereich Industrie 4.0. Und all diese Entwicklungen sind native Cloud-Applikationen, die wir nach einem einheitlichen Architektur- und Entwicklungsmodell zunächst einmal designt haben und auch entsprechend ausliefern. Das Thema Integration, dort machen wir dann auch keine eigene Sache, sondern wir folgen wirklich dem, was sich die SAP jetzt insgesamt verordnet hat, im Bereich North Star Architecture, zum Beispiel auch Integration ausschließlich wirklich unter Nutzung des API Business Hubs, dass wir letztendlich die APIs und Integration Flows dort publizieren, dass wir dann mit unseren Service-Kollegen von vornherein mit den ersten Kunden zusammen dann sogenannte Quick-Start-Packages realisieren, dass wir eben wirklich in der Lage sind, nicht nur den Verkauf, und da sind wir, denke ich, in der Vergangenheit immer sehr gut gewesen, sondern auch das ganze Thema Deployment wirklich nahtlos hinzubekommen. Das ist also zum Beispiel eine der Aufgaben, die wir im Industry Cloud Programm haben, wirklich nicht unser eigenes Ding zu machen, sondern tatsächlich die Industry Cloud Lösung als natürliche Ergänzung der Intelligence Suite, aber auch von Business Networks entsprechend zu realisieren. Denn das haben wir sehr deutlich vernommen, dass wir natürlich als SAP auch durch diverse Akquisitionen gewisse Überlappungen hinbekommen haben. Und dort geht es jetzt eben darum, dass wir auch mal einen Schritt zurückgegangen sind, Ende letzten Jahres, Ende 2019, 2020, uns überhaupt überlegt haben, wie sehen denn für unsere 25 Industrien eigentlich der gesamte Bebauungsplan aus? Was sind Dinge, die wir als SAP absolut machen möchten und auch machen? Was sind Dinge, Bereiche, wo wir sehen, dass letztendlich Partner viel stärkere Wissen haben. Und hier sind wir letztendlich ganz systematisch hergegangen, haben letztendlich angefangen, mit Partnern zu sprechen, die entweder ihre bestehenden Lösungen über die Integration Suite mit der SAP, mit dem SAP Backend verbinden oder aber komplett neue Lösungen auf der BTP realisieren. Wiederum nach denselben Architekturvorgaben, dass letztendlich das Ganze dann nicht nur entsprechend des Partnerstatus auch teilweise über die SAP gekauft werden kann oder aber über den SAP Store auf jeden Fall, dass das letztendlich wirklich aus einem Guss ist. Und das ist letztendlich auch die Hauptaufgabe des Industry Cloud Programms, dafür zu sorgen, dass das nicht viele, viele kleine Satelliten sind, die irgendwie um das Mutterschiff herum schwirren, sondern dass es wirklich sauber integriert ist, dass der gesamte Go-to-Market, die Adoption, die Consumption und auch das Enlargement dann entsprechend funktionieren. Kai, super, danke. Jetzt habe ich ganz oft das Thema Partner gehört, Mike. Das wäre eigentlich mal ein richtiger Zeitpunkt für dich, um da mal auf die Bühne zu kommen. Ha? Genau. Ich habe da gerade gehört, die SAP macht da relativ viel Wettbewerb mit euch möglicherweise. Ha? Ja, also dass die Partner im Vordergrund stehen, das hören wir natürlich sehr gerne, weil wenn man mal so zurückblickt in die Vergangenheit, dann haben wir ja ganz häufig ganz viel Wildwuchs in dem Markt gehabt. Alle Partner haben eigene Add-ons entwickelt, die wurden dann von Kunden bezogen, genutzt, dann gab es Veränderungen und es ist nur zu begrüßen, dass die SAP dort eine Initiative treibt, um dort eine gewisse Harmonisierung auf der einen Seite zu machen und auf der anderen Seite auch den Partner zu ermöglichen, gegen APIs zu entwickeln. Und das wird auch notwendig sein. Also ich sehe das grundsätzlich sehr, 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 sehr positiv, wenn bestimmte Voraussetzungen einfach auch erfüllt sind. Also ein möglichst standardisierter Pfad, um mit Partnern auch
in diese Onboarding-Phase zu kommen. Und natürlich die zweite Voraussetzung, die natürlich für Kunden ganz interessant ist und sehr, sehr wichtig ist, ist der Punkt, dass die Branchenlösungen nicht nur in sich funktionieren, sondern ich nenne mal so ein Beispiel, so ein Händler ist ja heute nicht nur ein Händler, sondern der ist auch gleichzeitig vermutlich auch Produzent, der dann seine eigenen Waren absetzt. Und dass diese Branchenlösungen nicht nur in ihrem jeweiligen, in ihrer jeweiligen Nische funktionieren, in ihrer jeweiligen Branche, sondern auch übergreifend sauber end-to-end getestet werden und auch bereitgestellt werden. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich da kurz reinspringen darf. Letztendlich geht es darum, dass wir auch als SAP natürlich nicht einfach nur sagen, hier sind Partner irgendwie um uns herum, sondern dass wir eben auch systematisch mit den Partnern zusammenarbeiten. Das heißt, wenn wir uns für eine Industrie letztendlich festgelegt haben, zusammen mit Partnern, das ist ein Bereich, in dem ein Partner eine Lösung liefern sollte, dann geht es einmal darum, dass wir da nicht selber was entwickeln, sondern dass wir unsere Kraft darauf konzentrieren, durch die notwendigen Schnittstellen bereitzustellen, den Partner zu coachen. Ein vieles an Overlap hat auch, ganz selbstkritisch gesprochen, in der Vergangenheit vielleicht daran gelegen, dass wir eben nicht so offen waren. Und das ist auch etwas, was wir jetzt von den Investments her sicherstellen, dass wir letztendlich entsprechende Architekten, Partner-Support aufbauen. Support nicht im Sinne von reines kommerzielles Management, sondern tatsächlich auch technischen Support aufbauen, dass eben dieses Zusammenwirken stattfinden kann, dass man sich letztendlich die Karten legt, wer in welchem Bereich investiert, dass man gegenseitig die Investitionen entsprechend dann auch unterstützt und auch schützt. Ich denke, das ist etwas ganz Neues in der Zusammenarbeit mit den Softwarepartnern an der Stelle. Dazu kommt natürlich dann auch noch jede Menge Arbeit für Servicepartner, denn natürlich werden wir integrieren in unsere S4-Produkte. Und dann gibt es natürlich aber auch heterogene Landschaften von alten SAP-Systemen, Nicht-SAP-Systemen. Und hier kommt natürlich auch wieder die gesamte Expertise dann unserer Servicepartner zum Tragen, um die Industrie Cloud eben nicht nur auf das letzte Release auszurichten, sondern dann eben auch entsprechende heterogene Systeme unterstützen zu können. Klasse. Tja, vielleicht als Kunde noch einen kleinen Praxisbericht. Wir haben ja jetzt gerade eingangs gesagt, wir sind gerade im Release 2020 angekommen, also on-premise muss man dazu sagen, und haben jetzt so drei Generationen hinter uns. In der Zeit, muss ich sagen, haben wir schon sehr, sehr viele Änderungen im System wahrgenommen. Zwangsläufig, das ist ein schnell wachsendes System, noch ein jüngeres System. Und gerade auch bei der Frage Branche oder Spezialfunktionen sehe ich die große Herausforderung, was ist denn der Standard? Wenn wir jetzt mal Keep the Core Clean sagen, das System soll unverändert laufen, wunderbar, wie macht man das? Die BC-Sets, damit haben wir mal angefangen, technisch zu assemblieren. Die werden jetzt sukzessive mit Adaptern ausgestattet. Aber wenn sich zwei Systeme gleichzeitig verändern, also mein Trägersystem plus das Zusatzsystem oder die Zusatzfunktionen, dann bin ich sehr gespannt, ob es klappt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Tatsächlich gehen wir momentan mit einem Klingelbeutel über den Markt, um uns die kleinen Helferlein je Branche zu suchen und individualisieren das System, also tun genau das Gegenteil dessen. Von daher gesehen, wenn das schnell geht, was gerade passiert, wäre das toll. Aber technisch erleben wir genau das Gegenteil. Es wird eigentlich immer komplexer, die Sachen überhaupt nochmal wartbar, standardisierbar und sei es nur im SAP-Umfeld zu halten, weil sich die Meinung auch noch recht oft dreht. Ja, wenn ich da noch einen Kommentar zu machen, so mein Gedanke den ganzen Tag, ne? Also die ganze Diskussion. Warum hole ich mir eine SAP-Standardlösung, klassisch die IS-Pakete, weil ich einen Standard will und den Standard einigermaßen in meinen Standard im Backbone eingebunden habe. Und by the way, weil ich noch gewisse Services drauf haben möchte, nämlich Veränderungen mit Zukunftsfunktionen und. Wenn das alles wegfällt und ich habe eigentlich nur noch einen Marketplace, wo ich mir Industrielösungen holen kann, dann stellt sich die Frage, muss ich dann noch eine SAP-Industrielösung haben oder kann ich tatsächlich jede? Und das geht dann in die Richtung, wie Sie gesagt haben, Herr Wiesloch, dann geht es nicht mehr darum, um Lösungen, sondern um die Bereitstellung der Teams, die das Ganze steuern. Und das wird eine ganz interessante Geschichte werden in Zukunft. Dürfen wir nicht vergessen, dass einige Branchen ja Jahrzehnte mit den gleichen Lösungen gearbeitet haben, weil sie so zugeschnitten waren, dass sie damit ganz gut leben können. Also auch da werden wir einen Unterschied haben, Branche bei Branche, wie die das einbauen werden. Okay, Michael, von dir haben wir noch nichts gehört zu dem Thema. Wartest du noch auf These 2 oder kriegen wir noch ein Statement von dir? Das Unmuten. Ah, okay. Du darfst jetzt sprechen.
Ich darf jetzt sprechen, weil ich habe schon zweimal angesetzt, aber ich war dann immer auf Mute. Jetzt wusste ich nicht, ob ihr es nicht hören wollt oder was der wahre Grund dafür war. Sorry, wir hatten Störgeräusche vorhin, Michael, und deswegen hatte ich dich kurz gemutet. Ja, habe ich schon bemerkt. Also, jetzt muss ich natürlich noch mal ein bisschen zusammenfassen, weil jetzt ist doch das ein oder andere, was ich eigentlich sagen wollte, ist jetzt schon gefallen. Ich gehe mal gern in die Rolle der Kunden, und zwar in dem Tenor, den ich wahrnehme in unserer Rolle. Und jetzt war ich ja früher selber bei der SAP und habe auch selber natürlich in den früheren Industry Solutions diverse Erfahrungen gemacht. Und da hatten wir damals bei der SAP zufriedene Kunden, wir hatten aber auch unzufriedene Kunden. Was wir aber auf jeden Fall nicht hatten, ist, wir hatten nicht diese Marktdurchdringung, die wir uns eigentlich in der Historie davon erwartet hatten. Und es hatte ganz viele Gründe. Das hatte natürlich Gründe damit, dass die Branchen vielleicht noch ein bisschen reinrassiger waren und dass man extra Lösungen dafür gemacht hat, dass das dann auch separate Lösungen waren, die man dann mit sehr viel Aufwand mit, sage ich mal, dem ganzen SAP-Stack erstmal integrieren konnte. Ne? Also man musste Release-Wechsel machen und. Und das führt natürlich nicht zu Speed. Das führt nicht dazu, dass sich dann aus anderen Branchen einfach auch, sage ich mal, clevere Ideen in Form von Prozessen andocken kann. Das ist heute anders. Das ist mit den Industry Solutions, so wie wir es jetzt mit der Industry Cloud verstehen, ein deutlicher Unterschied. Und das macht das Ganze auch, sage ich mal, für die Industrie wieder sexy. Jetzt kommt aber das Wichtige. Eine Company hat natürlich auch einen Unternehmensbebauungsplan. Die wissen ganz genau, wo ihre Wertschöpfungspotenziale liegen und wo nicht. Die brauchen da, wo es nicht liegt, auch nicht unbedingt eine Best-of-Breed-Lösung. Die brauchen schnell eine Lösung. Die brauchen eine Lösung, die robust ist, und die brauchen eine Lösung, die einfach auch funktioniert und die schnell zu integrieren in den Core ist. Und das ist im Prinzip das, was ich jetzt aus Kundensicht erwarten würde, dass dafür eine SAP sorgt. Dann würde ich davon ausgehend erwarten, dass eine SAP dann orchestriert, wie dann andere technologische Best-of-Breed-Lösungen, nämlich da, wo ich jetzt anderes Know-how aus Branchen reinholen kann oder meine Wettbewerbsvorteile sehe, dass ich die auch in die Integration bekomme und dass da die Partner auch durch eine SAP enabled werden. Also, dass man denen auch, sage ich mal, das formale Entwickeln erleichtert, dass man vielleicht auch lizenztechnisch das erleichtert. Und das ist das, auch ganz selbstkritisch, damals war ich ja auch Teil des Spiels, was eine SAP in der Historie nicht immer sehr gut gemacht hat. Ja, also da stand man sich manchmal auch ein bisschen selber mit der Partnerwelt im Weg. Und das wäre jetzt einfach meine Erwartungshaltung aus Kundensicht, dass man diese Riesenchance, die man mit sowas hat, ja, mit solchen Branchenlösungen und mit ganz vielen Experten da draußen, die alle auf diesem Backbone, um diesen Backbone rum entwickeln, dass man da ein einfaches Environment schafft, das nachhaltig ist, das Enablement schafft und das vor allem dann auch offen ist. Also das ist das, was wir mit unseren Kunden diskutieren. Und wenn ich das so in den Raum werfen darf, was auch deren Erwartungshaltung ist. Klasse, Michael. Also, Kai, ich würde dir jetzt dann Gelegenheit geben, auch darauf nochmal einzugehen im Kontext der These 2, weil die auch ja, ein Stück weit dazu passt. Da war ich auch ehrlich gesagt ein bisschen gemein und ich habe dann auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich das sowas Gemeines mache. Aber auf der anderen Seite müssen wir ja auch mal Tacheles reden und das machen wir jetzt. Nämlich die Frage zur Sapphire, aber nicht nur zur Sapphire und nicht nur bei SAP, sondern auch bei anderen Unternehmen entstehen natürlich hin und wieder Marketingprodukte ohne lange Halbwertszeit. Ist das denn eigentlich bei der SAP Industry Cloud anders, frage ich mich, fragt sich aber sicherlich auch der Markt. Ja, und das ist eine sehr gerechtfertigte Frage. Also ich meine, in Zeiten, in denen wir noch jährlich zur Sapphire geflogen sind, habe ich von Zeit zu Zeit, bin ich einfach mal immer über den Showfloor gegangen und habe mich eigentlich gefragt, was haben wir als SAP eigentlich vor einem Jahr unseren Kunden erzählt und wie viele Namensänderungen hatten wir innerhalb dieser 12 Monate? Und von daher kann ich diese Frage sehr gut verstehen. Die Sapphire findet jetzt ja gerade statt oder der Hauptteil hat stattgefunden und Industry Cloud gab es immer noch. Wir haben es sogar erweitert, indem wir das mit Rise with SAP entsprechend kombiniert haben, indem Rise letztendlich die Kunden von ihrer jetzigen Landschaft in die Cloud bringen soll und der eigentliche Business Mehrwert kommt letztendlich durch die Industry Cloud. Von daher, und auch wenn ich mir anschaue, was wir selber als Investments jetzt dort in das ganze Thema reinstecken, denke ich mal, sind wir als SAP sehr gut aufgestellt für das Thema. Gleichzeitig, wenn ich mal auf unsere
Marktbegleiter, insbesondere die Hyperscaler, schaue, wie stark die gerade dabei sind, letztendlich mit ihren eigentlich Templates, Applikationen, AI-Algorithmen in diesen Markt der industriespezifischen Lösungen einzudringen, dann ist das offensichtlich etwas, was einen entsprechenden Markt hat. Und das, was der Michael auch gerade eben skizziert hat, wie wir vorgehen, dass wir letztendlich nicht mehr nur das in den SAP Core hinein modifizierte Industry Add-on weitertreiben können, weil dann einfach die Innovationszyklen viel zu lang sind, sondern dass wir letztendlich kleine Applikationen brauchen, die gut integriert sind, die letztendlich nicht mehr einfach nur das optimieren, was da ist, sondern die auch letztendlich auf Trends eingehen, wie zum Beispiel verschwimmende Industriegrenzen. Das hatte der Holger gerade, glaube ich, auch gesagt, dass letztendlich das die Dinge sind, die uns jetzt antreiben, letztendlich die Industry Solutions im S4 Core zu belassen und dort rein zu investieren, wo neue Prozesse entstehen, sodass ich letztendlich ganz davon überzeugt bin, und das erste Jahr gibt mir da recht, dass wir letztendlich als SAP diesen Schwenk vollzogen haben, jetzt darauf liefern werden, immer mehr Partner in einer strukturierten Art und Weise dort reinzubringen, um letztendlich wirklich einen nicht nur einen App-Store zu haben, von dem ich mir irgendwas runterladen kann und das Ganze wohl integriert habe und als ganz festen Bestandteil unserer SAP-Applikationsstrategie verankert ist. Danke, Kai, das macht uns Hoffnung. Ja? Gibt es Kommentare aus dem Kreis meiner Gäste? Ja, ich würde auch noch mal gern reinsteigen, weil ich glaube, es ist auch was anderes, als wenn wir jetzt ein klassisches Announcement auf der Sapphire für ein Produkt haben. Wir reden hier über eine komplette andere Vorgehensweise bei der Entwicklung einer sehr, sehr breiten, prozessorientierten Basis. Ne? Also in viele Branchen rein, durch eben halt viele Branchenkenner, für wahre Experten. Und die Chance, sowas zu lancieren, ich weiß nicht, wie oft man die kriegt. Ja, vielleicht einmal, vielleicht noch ein zweites Mal, aber nicht öfter. Und von daher muss aus meiner Sicht eine Nachhaltigkeit da dahinter sein. Ob das dann vielleicht mal anders heißt, so what, darum geht's nicht. Aber es geht darum, dass diese Vorgehensweise und diese Zusammenarbeit mit den Partnern und übrigens natürlich auch mit Co-Innovation, mit Kunden, dass das nachhaltig als wirklich eine Methodik und eine richtige Vorgehensweise auch etabliert bleibt. Also ich glaube, da hat die SAP gar keine andere Chance. Und gerade das, was du zum Schluss gesagt hast, die Co-Innovation. Ich meine, wie haben wir die ersten Industrielösungen seinerzeit in den 90ern und 2000ern entwickelt? Genau mit diesen Partnern. Egal jetzt, ob im Bereich Automobil, im Bereich Öl und Gas, im Bereich Defense, das haben wir mit wirklich den Schlüsselpartnern gemacht. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel Catena X angucke, das heißt also das Thema Automotive Alliance, machen wir das wieder so. Wenn ich mir anschaue, was wir mit Roche machen, was wir mit einer E.ON machen, dann nehmen wir wirklich strategische Kunden, Kundengruppen, teilweise auch über die DSAG validiert, um dann letztendlich hier Co-Innovation mit Kunden zu treiben. Und ich denke, das ist wirklich etwas, was uns stark gemacht hat, dass wir nicht nur unser eigenes Wissen aufbauen, sondern dass wir eben das Wissen unserer Partner, unserer Kunden dort entsprechend reinnehmen. Also voll bei dir. Und ich wollte eben gerade noch ergänzen, euer Vorteil als SAP gegenüber den Hyperscalern, die du ja auch genannt hast, als Wettbewerber, da ist ja deutlich der Vorteil, dass ihr auch solche Business-Netzwerke eben schon habt. Ne? Also die braucht vielleicht nicht jeder, manch einer nutzt die auch schon, aber das ist ja schon ein starker Faktor auch, den man nicht so schnell jetzt dann nachbauen kann und nicht so schnell auch in so eine Nutzungszahl bringen kann. Ne? Oder Siehst du das anders, Kai? Ja, das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, was wir aktuell haben. Hier fiel ja vorhin auch schon das Stichwort Digital Twin. Ich meine, das, was wir mit Catena X im Bereich Automobil machen, geht ja genau darum, letztendlich einen digitalen Zwilling eines Equipments oder eines Fahrzeuges zu haben, in dem letztendlich alle Nutzungsdaten, alle Verbrauchsdaten entsprechend einfließen. Das machen wir mit dem Asset Intelligent Network. Das Gleiche machen wir mit dem Logistic Business Network. Das Gleiche werden wir, wenn wir letztendlich das alles unter SAP Business Networks konsolidiert haben, auch mit dem Ariba-Netzwerk machen und letztendlich den Zugang, den wir haben und auch die Tatsache, dass wir letztendlich jeden neuen S4-Kunden von vornherein auch an dieses Netzwerk anschließen können, macht es natürlich extrem stark, um darauf dann wiederum auch
Kunden zu haben, die selber ihre Applikation darauf entwickeln wollen. Ich denke zum Beispiel an den Maschinenanlagenbau, die ja letztendlich nicht nur ihre Maschinen verkaufen wollen, sondern auch letztendlich Value-Added Services darüber. Wie sieht der Marktplatz dafür aus? Das könnte der SAP-Store sein. Wie sieht die Integration aus Richtung Asset? Das heißt, alles, was asset-zentrisch ist, kann letztendlich hier von unseren Kunden, die gleichzeitig dann wieder zu Partnern werden, über die aus der Industry Cloud heraus konsumiert werden. Das ist so die Vision, die wir auch mittelfristig verfolgen, wirklich als Industry Business Network an der Stelle. Und es geht ja, wenn ich da auch nochmal reingrätschen darf, es geht ja sogar noch weiter. Also das, was wir jetzt gerade diskutieren, das ist ja das Netzwerk in einer Branche oder in aufbrechenden Branchen, ne? Also das Business-Netzwerk. Aber die SAP hat ja noch mehr. Die SAP hat ja vor allem ein tief verankertes Wissen in den ganzen Firmen, die jetzt schon ihre Kunden sind. Und das seit Dekaden. Ja, also das heißt, eine SAP hat sich ja mit ihrem ERP schon ganz tief in diese Kundenwelt rein verankert. Und das ist ja auch was. Also man kann natürlich über immer andere Meinung sein, ob der Support gut ist, ob die Lösungen gut sind, was auch immer. Aber die Vielzahl der Kunden spricht ja schon auch eine Sprache. Und damit habe ich natürlich schon auch irgendwo einen gewissen Trust zu einem Hersteller. Wie gesagt, der muss dann natürlich auch liefern, den darf man nicht verspielen. Aber wenn dann tatsächlich so ein Thema aufgesetzt wird und mit so einer Vehemenz getrieben wird, dann überlege ich mir schon, ob ich das alles canceln geht eh nicht, aber ob ich da jetzt eine andere Richtung einschlage, zum Spielen vielleicht. Aber so wirklich um mein Geschäft, meine Relations, meine dann irgendwann Netzwerke drauf zu bauen. Also wenn ich da bisher gut gefahren bin, weiß ich nicht, dann ist das eine Basis, die haben viele anderen, vor allem die Hyperscaler erstmal nicht. Mhm. Ja, also wenn ich da nochmal ergänzen darf, ja. Also vielleicht Sie erst, ja, okay, jetzt bin ich im Bild, wunderbar. Ja, das klingt ja alles wahnsinnig wunderbar, ich möchte aber auch nochmal einen Kontrapunkt setzen. Also wir sind ja nicht mehr in der Welt, wie das noch so in den letzten 15 Jahren war. Damals in den DSAG-Gremien, wo man über Funktionalität gesprochen hat, dann kam das so in so einem 3-Jahres-Plan, vielleicht auch nicht, dann hat man 5 Jahre gewartet. Ich glaube, das Ganze steht und fällt heute auch damit, dass wir insbesondere die SAP eine andere Innovationsgeschwindigkeit, auch eine andere Lieferfähigkeit an den Tag legen muss, weil ich glaube nicht, dass die Kunden lange warten. Also für uns als Partner ist gerade super, wir sind sehr, sehr angesagt, die Hyperscaler kommen auf uns zu, die SAP kommt auf uns zu. Das ist eine wunderbare Situation, aber wir werden umgarnt. Und auf der anderen Seite erwarten natürlich Kunden, dass Funktionalität jetzt geliefert werden. Und ich glaube, dass wir auch nicht viel Zeit haben, diese Industrielösung auszurollen. Und mit der nachrückenden Generation von Menschen, die jetzt aus dem Studium gekommen sind, die ersten 5, 6, 7 Jahre berufliche Erfahrung gesammelt haben, jetzt in Verantwortung kommen, tritt auch ein Generationswechsel so langsam ein, wo auch die Erwartungshaltung eine andere ist, nämlich nicht nur hinsichtlich der Bedienbarkeit von Softwarelösungen, sondern auch in der Lieferfähigkeit und in der Stabilität und der Funktionalität. Und das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren ein ganz spannendes Spielfeld, weil die Kunden werden sich da ganz neu und unter auch anderen Gesichtspunkten die Karten legen. Weil es gar kein Grund ist, ihren Rahmen, der neu ist. Sorry. Ich wollte nur sagen, Mike, das war eine super Vorlage. Geschwindigkeit, warum? Ich wollte gerade bei Kai einen Vertrag oder einen Persilschein einlösen. Insofern, das ist super, das mache ich. Wer sichert mir das zu? Weil genau dann wird es, glaube ich, aus der Marketingstruktur Realität. Ganz einfache Beispiele. Das passiert genau jetzt, genau was Mike sagt. Ich bin jetzt auf der Suche, ich brauche jetzt die Sachen. Ich habe schon relativ viele Technikwechsel sogar im System selber vorgenommen. Und wenn ich jetzt wüsste, dass das nachhaltig funktioniert, kann ich darauf setzen. Ansonsten kaufe ich jetzt immer weiter. Das heißt, irgendwann bin ich fertig und dann ist mir der Umzug vielleicht sogar noch zu teuer. Von daher so ein bisschen die Frage, wie kommt die Verbindlichkeit jetzt auch in der Praxis zustande? Also wo fange ich jetzt an, weil wir sind halt eben nicht BMW, sondern Mittelstand. Wie können wir partizipieren und wie sieht eine Roadmap auf, auf die wir ausspringen können? Also letztendlich die Roadmap als solche für den Maschinenanlagenbau, ja, als Beispiel, die publizieren wir natürlich ganz, ganz normal. Und letztendlich die Bereiche, in denen wir rein investieren als Applikationen, es ist auch klar, das wäre die Applikationsroadmap. Aber wo ich mehr drauf auch abheben würde, wäre letztendlich die Business Technology Plattform wirklich als Basis dessen, was wir machen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde gerade dabei ist, eben auf S4HANA zu migrieren, oder habe ich verstanden,
das machen Sie an der Stelle jetzt gerade, dann eben zu sagen, gut, die Plattform, die letztendlich das Ganze erweitert, ist letztendlich die Business Technology Plattform. Die Art und Weise, wie wir integrieren, ist eben über den API Business Hub. Das heißt, das ist eben die Strategie, die wir ausgesetzt haben, die letztendlich auch unter Christian Klein letztendlich bei uns in der ganzen Firma gerade durchgetrieben wird, sodass wir eben all diese Innovationen, die neue Innovation entsprechend auf der BTP realisieren. Und das ist eben die Verbindlichkeit, die wir an der Stelle bringen können. Ja. Machen wir es mal praktisch. Wir sind unter anderem Milling. Ja? Mhm. Es gibt eine Milling-Solution im SAP, das ist ganz hervorragend. Aber am Ende des Tages kommt nachher eine Verschnittoptimierung zustande, wo sich im Markt jetzt wieder ganz intelligente Menschen Gedanken gemacht haben. Und sowas anbieten. Ich möchte, dass die bei Ihnen jetzt Anbieter werden, dass die ihr Zuhause dort finden und mich indirekt beliefern können, damit ich die 1-zu-1-Integration nicht mache. Ja. Und deshalb so ein bisschen die Frage, ja, ist schön, okay, haben Sie eine zeitliche Vorstellung, also wann man darüber reden darf, dass das konkreter würde? Letztendlich, wir sind gerade dabei, mit allen Partnern anzubieten, dass wenn sie letztendlich innovative Lösungen haben, eine Verschnittoptimierung gehört da sicherlich als Industriestandard mit dazu, ja, dass letztendlich wir mit unseren Partnermanagern uns hinsetzen, und zwar nicht einfach nur kommerziell, sondern sagen, was ist, wie ergänzt diese Lösung letztendlich unsere Industriefunktion, die wir schon haben, oder auch unseren Core, und dann letztendlich diesen Partner onboarden, ganz normal als Partner bei uns, erstmal als Validated Partner, als Spotlight Partner, als Endorsed App oder als Solution Extension dann irgendwann vielleicht einmal realisieren können. Das ist unser ganz normaler Partner Progression Journey, so nennen wir das Ganze, letztendlich strukturiert dieses Partner Onboarding zu machen. Und letztendlich unser KPI ist es letztendlich dort nicht nur Masse zu produzieren an Partnern, sondern tatsächlich Partner, die wirklich spezifische Business-Probleme lösen, auch bei uns reinzubringen. Können wir gerne ein Follow-up zu machen, letztendlich wie dieser Partner bei uns reinpasst. Und da möchte ich auch quasi schon den Call to Action vorwegnehmen. Wenn letztendlich Partner hier sind, die spezifische Lösungen haben, die uns ergänzen, die auf der BTP realisiert werden oder zumindest integriert werden, dann gehen wir da letztendlich gerade sehr strukturiert durch, diese Partner zu qualifizieren und letztendlich schnell zu einer Antwort zu kommen und zu einer Verlässlichkeit zu kommen für Sie als Kunde an der Stelle. Ja, wenn ich da mal ein Feedback geben darf, ich bin gerade Kai in einem solchen Prozess im Handel. Der ist strukturiert, die Kollegen sind sehr, sehr hilfsbereit. Also man merkt, das ist schon ein anderer Wind. Aber der Prozess ist aus meiner Sicht Stand heute relativ langsam. Also, und er ist auch aus meiner Sicht pro Branche nicht unterschiedlich. Also wenn ich dort mit Kollegen spreche, haben die ein anderes Vorgehen und ein anderes Template, als es in anderen Branchen ist. Also da wäre mein Plädoyer, dass wenn man da wirklich Geschwindigkeit aufnehmen möchte und die Kunden haben ja ein großes Interesse, zum Beispiel in Handel, auch ihre Digitalisierung in der Einzelhandelsfläche voranzutreiben, da diesen Prozess noch vielleicht noch so ein bisschen zu straffen und zu sagen, ja, wir gehen rein oder wir gehen nicht rein. Ich habe so das Gefühl, dass man nochmal guckt, ja, mache ich das jetzt im Standard oder löse ich es jetzt über Partnerlösungen? Und wenn ja, wie lösen wir das kommerziell? Das ist ein relativ aufwendiger Prozess ist, der vermutlich an sehr zentraler Stelle aufgehängt ist. Und wenn wir als Partner da reingehen und noch 50 andere Partner, dann gibt es vermutlich irgendwo einen Deadlock. So mein persönliches Gefühl. Also die Zusammenarbeit fachlich, alles wunderbar. Aber wenn ich mal so drauf gucke, wenn so ein Prozess dann so ein halbes, dreiviertel Jahr dauert, ist das dann lang oder ist das eher kurz? Ja. Also generell, wir haben es eben schon angedeutet, Industry Cloud ist für uns ja nicht nur einfach ein reines Lieferthema, sondern es ist auch ein ganz großes Change-Management-Thema. Und dazu gehört auch, also es gibt ja hier in Baden-Württemberg, gab es ja mal diese Werbung, wir können alles außer Hochdeutsch. Und das ist teilweise ja auch das Motto der SAP gewesen. Natürlich können wir alles entwickeln. Natürlich haben wir die fähigsten Köpfe. Aber die Frage ist, sollen wir das immer machen? Und haben wir diese Offenheit gegenüber Partnern? Und das ist etwas, wo wir letztendlich auch auf der Arbeitsebene ganz klar Change Management betreiben gerade, um letztendlich dort die Richtung zu machen. Und letztendlich die Partner Onboarding Journey, die haben wir letztendlich Ende letzten Quartals finalisiert. Die muss jetzt umgesetzt werden. Das ist auch mit meiner Aufgabe. Das heißt, da wird es auch mal quietschen und rumpeln. Aber letztendlich als KPI dann auch zu sagen, wie lange soll denn das dauern? Und was muss denn letztendlich bereit sein? Gucke ich gerne nochmal rein, um letztendlich das auch weiter zu straffen. Okay, das heißt dann 12 Wochen, 16 Wochen? Ja. Kann ich jetzt nicht zu sagen, möchte ich jetzt nicht zu sagen, aber letztendlich ist, ich sage lieber sehr schnell, ja, innerhalb von 12 Wochen nach einer Due Diligence, nein, das machen wir nicht, ja, ja. Als dass ich letztendlich nach, ja, einem Dreivierteljahr sage, ach, naja, doch nicht, ne? Sondern dann das Ganze schnell sein und letztendlich lieber ein Ja oder Nein sein und dann muss es aber auch dabei bleiben. Ja?
Ja, vielleicht gebe ich da mal einen Kommentar zu aus, nochmal aus meiner Sicht. Deshalb ist auch die These so proaktiv. Alles, was hier gerade diskutiert wird, ist eigentlich altes Denken, ne? So die Standardisierung der SAP, wie gehen wir da in Prozesse rein, wie stellen wir sicher, dass wir die Hoheit über die Lösung haben. Aber es reflektiert nicht, was der Markt braucht. Der Markt braucht, wie Michael eben sagte und andere, relativ schnell was. Und ich würde hier mal auch mal zur Vorsicht aufrufen wollen, weil in meiner Industrie dauert eine Produktreife 4 bis 5 Jahre, bis das Ding endlich mal vom Band läuft, von der ersten Idee. Ne? Hier haben wir wieder eine Ankündigung bekommen, ja, wir machen Industrie-Cloud und letztendlich haben wir auch Ankündigung bekommen, wir machen Leonardo, wo wir auch kleine Pakete machen wollten, eine schnelle Adaptierung in die IoT-Welt. Und ich glaube da schon, dass da zur Vorsicht aufgerufen ist in Richtung SAP zu sagen, wie kommunizieren wir das? Wie kommunizieren wir das, dass wir auf der einen Seite in die neue Welt reingehen wollen? Wir wollen adaptiv sein über eine Industrie-Cloud und das Wort Cloud bedeutet ja as a Service. Wir wollen rückwärtsorientiert in unsere Landschaften rein verbinden, aber wir wollen vielleicht auch in Zukunftsgeschäft rein, wo andere schon drin sind. Und ich glaube, wenn ich wieder dieses Gerede höre von wir diskutieren dann mit unseren Kunden, wir diskutieren dann mit unseren Partnern, bleibt ihr immer noch in dem Ökosystem dessen, was ihr glaubt zu kennen. Aber ihr seid eigentlich nicht in der Lage zu verstehen, wie sich draußen alles weiterentwickelt und warum in einigen Kundenprojekten und auch bei unseren Mitgliedern davon geredet wird, back to the core. Und back to the core wäre für mich als SAP ein extremes Risiko, dass ich irgendwann tatsächlich nur noch Core anbiete und alles andere wird herausgeliefert. Also von daher ist die Hypothese schon auch gedacht, mal drüber nachzudenken, bin ich überhaupt in der Lage, marktreif zu sein, damit rauszugehen, weil als SAP schüre ich natürlich Erwartungen. Und denen gerecht zu werden, da werden die Kunden nicht lange gucken, sondern die werden sich dann die schnelle Lösung suchen. Die werden sich vielleicht auch eine Lösung suchen, die nicht 100% läuft, aber die ich mal testen kann, ohne eine lange Diskussion zu fahren. Gut, also ich kann jetzt die Aussagen nicht alle ganz so nachvollziehen, weil ich einige Sachen dazu schlichtweg nicht gesagt habe. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns konzentrieren auf die Prozesse, die wirklich Next Generation sind. Es geht nicht darum, irgendwelche Industry Solutions, die wir über 10, 20 Jahre im Core weiterentwickelt haben, jetzt in die Cloud zu bringen mit den alten Prozessen. Und es geht darum, das glaube ich vorhin angedeutet, wirklich Next Practice zu machen. Dort, wo letztendlich Prozesse von uns noch überhaupt nicht abgedeckt worden sind. Also alles, was zum Beispiel E-Mobility angeht, habe ich vorhin schon gesagt. Alles, was jetzt letztendlich Future of Retail angeht, das sind Dinge, wo wir letztendlich mit unseren Kunden zusammen entwickeln. Ich denke, wenn wir es alleine machen würden, wäre das sicherlich nicht gut. Und dann geht es auch nicht darum, letztendlich zu sagen, jetzt entwickeln wir 3, 4 Jahre dann haben wir das, sondern das geht darum, um in kleinen ich will hier wirklich keine Verteidigungsstrategie haben. Der Punkt ist, wenn man sich bestimmte Themen anguckt, wie Labs, ja, da spielt SAP natürlich eine Rolle, aber eine sehr untergeordnete Rolle. In eurem Kontext, wenn ihr mit euren Kunden redet, spielt SAP eine übergeordnete Rolle. Ich glaube, wir müssen einfach in den Markt reingucken, um zu gucken, wie stellen wir da sauber was hin. Wir sind alles seit über 20 Jahren in diesem Kontext und wir wären nicht in dem Kontext, wenn wir da nicht einen gewissen Glauben in die Lieferfähigkeit von SAP hätten. Aber ich werde müde, immer wieder zu hören, wir haben mit unseren Kunden, sorry, geht mal in ein Labs Networks Industrie Showcase in einem Unternehmen XYZ, lasst euch mal zeigen, wie die untereinander die Assets verbinden. Und dann guckt er mal dahinter, welche Rolle da tatsächlich noch ein Standardprodukt spielt. Geht gegen Null. Ich übertreibe mal ein bisschen. Aber wir müssen die Sichtweisen und auch die Art und Weise, wie wir das rausgeben in die Community, glaube ich, anders propagieren. Okay, also mit Blick auf die Uhr würde ich die dritte These fast schon mal jetzt verwerfen und gar nicht mehr zur Diskussion stellen, sondern lieber mal, wir haben nämlich viele Inhalte da auch schon besprochen. Das heißt, im Prinzip wünschen wir uns das alle. Wir wünschen uns dort branchenspezifische Dinge. Der eine spricht von Next Generation. Der nächste fragt natürlich, was bringt mir das heute? Da ist, glaube ich, ein Spannungsfeld. So, das heißt, im Prinzip muss ich dann doch wieder losgehen. So habe ich es auch verstanden hier und da vom Holger.
mir dann mal wieder meine eigene Lösung zu integrieren, meine eigene Lösung zu suchen, mich mit anderen Unternehmen abzustimmen, ob ich das coole Tool, was da das letzte heiße Tool, was da jetzt am Markt existiert, ob ich das irgendwie reinholen kann in meine SAP-Welt. Ne? Da ist ein Spannungsfeld und ich glaube, wir bleiben da einfach in Diskussion, auch für These 3 dann und für folgende Thesen vielleicht auch. Ich glaube, es ist gelungen, dass wir hier erstmal dargestellt haben, was da die unterschiedlichen Perspektiven sind. Und ich würde euch jetzt nochmal zu so einem Abschlussstatement eigentlich gerne bitten, dass ihr mal sagt, was wäre denn notwendig, damit die SAP Industrie Cloud zum Erfolg für euch wird, jeweils in eurer Rolle, also als Kunde, als Partner, als SAP-Hersteller. Was würdet ihr euch da erwarten, damit das klappt? Und dann eben auch die Frage, naja, ist die Industrie Cloud jetzt eigentlich hot oder was ist das? Willst du mal anfangen, Holger? Du stehst gerade oben. Oje, dann versuche ich es mal. Was würde ich mir wünschen? Ich nehme Cloud-Angebote so wahr, dass diese Anbieter sagen, pass auf, ich möchte eigentlich deinen Erfolg sichern. Du kannst bei mir einen Jumpstart machen. Du bist jetzt in der Lage, das Ganze zu testen, zu validieren, was du machst. Ich habe den Customer Success Manager. Ich würde das Projekt im Prinzip vielleicht sogar noch in deine Fee einpreisen. Das heißt, du hast jetzt auch keinen Anfangsinvest. Hauptsache, du arbeitest damit, du bist damit fähig und glücklich und bist anschließend bei uns dauerhaft Kunde. Ich merke bei mir selber immer, das passiert immer öfters und macht unglaublich Spaß, weil es klappt einfach. Und da sind oftmals gar nicht so Systeme, wo man sagt, naja gut, ist ja klar, anmelden, abmelden kann ich auch, sondern schon recht erwachsen. Wenn ich das jetzt mal transponieren darf, wenn ich die SAP jetzt an die Hand nehme und sage, guck mal, neben all dem Technology Stack und was wir heute alles gehört haben. Ich zeige dir jetzt den Weg dahin. Ich habe vielleicht sogar einen Success Manager. Ich mache ein Routing für dich durch den Dschungel der Möglichkeiten. Und das Ganze ist sogar erfahrbar innerhalb von einer überschaubaren Zeit, was auch immer überschaubar heißt. Sagen wir einfach ein halbes Jahr. Dann wär's hot. Klasse. Also, wer möchte als nächstes? Kurzes Handzeichen. Helge, dann mache ich weiter. Thomas, super. Ich fasse mich auch kurz. Eigentlich relativ einfach. Die Industry Cloud ist für mich erstmal eine Chance. Mit einer gewissen Vision dahinter, die sicherlich erstrebenswert ist. Aber für mich das Wichtigste ist das, was erzählt wird, halt auch auf die Straße kommt und wirklich passiert. Ja? Also wir haben viel erzählt. Ich glaube, man kann jetzt gar nicht mehr alles ganz zusammenfassen. Wir haben ja ein großes Feld bespielt. Fakt ist, man muss da auch ganz realistisch bleiben. Es sind ganz kleine, banale Sachen wie Berechtigungskonzepte in Industrielösungen hinein. Ja, also muss ich auch für Berechtigung sorgen. Wir haben viel über Integration gesprochen. Also über die Brücke, dass das alles so Plug and Play funktioniert, gehe ich noch nicht. Wir haben selbst innerhalb des SAP-Portfolios dann auch einige Herausforderungen, das sauber durchzukriegen. Und dementsprechend sage ich mal, ich freue mich, wenn es funktioniert. Warte da mal, also ich schaue mir das an, ich bin der gleichen Meinung, ja, wie auch meine Vorredner schon. Wir brauchen industriespezifische Lösungen, wir brauchen die Partnerlösungen, die es am Markt gibt. Wir selber setzen viele ein im On-Premise-Kontext. Ich sage ganz ehrlich, für mich momentan mit meinem S4 HANA On-Premise, auch im Release-Stand 2020, ich fahre eigentlich noch ganz glücklich und so mit meinen On-Premise Branchenlösungen, die ich einsetze von Partnern oder auch von der SAP, ja. Ich habe noch nicht den Druck dorthin. Ich sehe den Druck eher, wenn ich in wirklich in Richtung standardisierter Umgebung Cloud mich bewege im Rahmen von S4 Private Cloud oder halt auch einer Public Cloud Edition, je nachdem. Momentan sage ich, fahre ich noch ganz gut mit der Strategie. Notfalls hole ich mir eine Drittanbieterlösung ins Haus, weil die Herausforderungen, die ich dort habe, glaube ich auch, hätte ich auch momentan mit einer Industry Cloud Lösung, aber vielleicht ist da mein Kenntnisstand auch einfach noch nicht tief genug. Mhm. Danke, Thomas. So, dann, was muss denn RISE with SAP für einen Partner bringen, Mike, damit das richtig gut wird? Ja, genau. Also erstmal, wir von Qbion, wir haben großes Interesse, unsere Branchenlösung da reinzubringen. Wir haben jetzt vor einigen Wochen den Reta Award gewonnen, gemeinsam mit Fressnapf. Das, was wir dort gebaut haben an einer Digitalisierungslösung für den Einzelhandel.
Das würden wir natürlich gerne in eine solche Lösung einbringen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Prozess ist halt ein relativ langwieriger. Wenn uns das gelingt, den strukturiert, standardisiert, schnell und zügig entweder in eine No-Go, eine Yes- oder No-Entscheidung zu bringen, dann ist das natürlich wunderbar. Also, dass wir als Partner auch wissen, was da los ist. Ansonsten kann man nur sagen, Cloud, die Innovationen finden in der Cloud statt und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Da wird nichts mehr on-premise passieren und so weiter. Und die Kunden stehen eigentlich vor einer Richtungsentscheidung. Entwickeln sie auf der Business-Technology-Plattform unter Hinzunahme von Industrielösungen oder entwickeln sie manchmal einfach ganz schnell auf der Azure-Plattform, auf der AWS-Plattform oder auf der GCP einfach Funktionalitäten. Und da ist es super wichtig, dass die SAP ihre Innovationskraft beweist, die Integration natürlich in diese ganze Geschäftsprozesswelt, das ist einmalig, das können die Hyperscaler nicht, und da schnell mit den Lösungen an den Markt kommt. Und Schnelligkeit ist natürlich nicht alles, sondern es geht natürlich dann auch darum, um Stabilität und natürlich einen sauberen Betrieb. Mike, klasse. Herzlichen Dank für dein Statement aus Partnersicht. Dann ist jetzt nochmal die SAP dran, ne? Ja, und letztendlich, ich denke, wir haben es schon auch gesprochen, es geht darum, dass wir liefern müssen. Es geht darum, dass wir letztendlich die Lösung, die wir jetzt gerade in Entwicklung haben, sauber an den Markt bringen. Das heißt, dass wir die ersten Kunden schnell deployen und letztendlich sie ihren Wert daraus ziehen können. Und ansonsten ist Industry Cloud für uns intern auch ein riesengroßes Change Management Projekt. Ich habe das vorhin bereits angedeutet. Das fängt an mit dem Mindset der Entwickler und aller daran Beteiligten, wirklich end-to-end zu denken und letztendlich über die Idee, die wir letztendlich haben für eine neue Lösung, dann letztendlich mit den richtigen Partnern und Kunden zusammen zu entwickeln, dass das letztendlich etwas wird, was kurzfristig einen Mehrwert liefern kann. Und das ist letztendlich die Herausforderung, vor der wir stehen und die wir liefern müssen. Klasse, vielen Dank, Kai. Dann gebe ich nochmal rüber zum Otto. Ja, ich denke, das Wichtigste sind eigentlich eher die Kunden, die Unternehmen zu verstehen, dass sie zukünftig in anderen Architekturen arbeiten müssen. Also weg von dem, ich behalte es, hin zu, ich verteile. Und wenn die Kunden das einmal verstanden haben und die Unternehmen, dann muss SAP natürlich bereitstehen. Und SAP hat noch den Vertrauensvorschuss, gerade bei den Bestandskunden. Ja, die sind ja gut gefahren, sonst würden sie nicht weiter mit SAP fahren. Aber SAP muss den halten und da gehören für mich zwei Dinge zu. Das eine hat eben schon der eine Kollege gesagt, Trial and Error. Ja, ich muss Lösungen Trial and Error anbieten, um die im Praxistest auch nachzuweisen, weil für jede Lösung, die ich anbiete, muss ich auch ein Business Case intern erarbeiten. Da müssen andere Konzepte her, wie wir schnell auf die Straße bringen. Und das zweite, was da halt zugehört, das hat Thomas kurz angesprochen, es geht nicht um eine Lösung, sondern wenn wir demnächst über vernetzte Welten reden und Industrielösungen vielleicht nicht mehr nur in meinem Haus laufen, sondern auch vernetzt über andere Länder, dann brauche ich Absicherung in Richtung Legal Changes und andere Themen. Also es ist ein Gesamtkonzept, was da betrachtet werden muss. Otto, vielen Dank. Und dann habe ich jetzt mal Michael freigeschaltet. Ja, also im Prinzip ist, glaube ich, so gut wie alles gesagt. Ich habe mich ja vorher geoutet, dass ich Fan von Branchenlösungen bin, erst recht, wenn das Ganze noch modularer, paketierbarer wird. Das finde ich klasse und finde ich für die klassische Wertschöpfung in Branchen wirklich relevant und wichtig. Aber das ist genau der Punkt. Die Kunden müssen sich darauf verlassen können, dass sie die SAP hier beim Wort nehmen. Ja, nehmen können. Also zum einen, was der Mike gesagt hat, das Ganze muss agil werden, das muss schnell werden. Das ist aus meiner Sicht der neue Rahmen. In den muss das passen. Wenn ich aber weiterdenke bei Partnern, dann muss es in der Tat, Mike hat es auch schon angedeutet, es muss formal einfacher werden. Holger hat gesagt, es muss vom Anfangsinvest einfach machbarer werden. Nicht nur für große Companies, sondern auch für mittelständische Companies. Wenn ich das aus Kundensicht einfach mal so zusammenpacke, dann wäre meine klare Erwartung an die SAP, genau dieses Enablement zu machen, diese, was ich vorher schon meine, diese Nachhaltigkeit, das zu bespielen. Weil aus meiner simplen Sicht findet im Moment dieser Wettkampf zwischen technologischen Plattformen, wo man sich clevere Add-ons holt im Sinne von Best-of-Breed-Lösungen, und eben halt auf der anderen Seite von Prozess
Plattformen, die sich vielleicht noch irgendwo mit Technologie anreichern, aber auf einem Bestandskundensegment aufbauen können, der findet gerade irgendwo statt. Und welches Pendel, wie das Pendel ausschlägt, in welche Richtung, das wollen wir sehen. Ich glaube, eine SAP hat da echt viel in der Hand, auch viel Trust von den Kunden, aber den muss sie natürlich auch wirklich ausspielen und zeigen. Klasse. Also Michael, vielen Dank für die Top-Zusammenfassung. Ich habe dich auch natürlich zum Schluss dran genommen, damit ich mir die sparen kann. Vielen Dank an euch sechs, meine tollen Gäste, dass ihr hier so eine bunte Diskussion uns erlaubt habt. Und ja, wir haben das ein oder andere gelernt natürlich aus der verschiedenen Sichtweise der jeweiligen Gesprächspartner. Und ich freue mich drauf, wenn wir da weitermachen. Wir haben die Stunde voll bekommen und es wurde nie langweilig. Ich glaube, wir machen das nochmal in einiger Zeit, wenn wir da auf dem Weg weiter fortgeschritten sind. Wir haben gelernt, glaube ich, wir müssen schnell sein, weil noch hat die SAP vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle einen Vorsprung. Der schwindet aber, wenn man da nicht schnell ist. Das ist so mein Fazit, was ich für mich ziehe. Und in diesem Sinne sage ich herzliches Dankeschön an euch alle und spiele dann nochmal den letzten Jingle ein. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss zusammen.